Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Ich meine, wir haben ja hier auch schon 23 Uhr. Es ist schön dunkel und es zuppelt. Und ich glaube, da ist einer dran. Und an der 3 ist auch noch einer dran. Also ziehen wir mal raus, ihr Lümmels. Ziehen wir mal raus hier und zack, da geht der Hunger tatsächlich. Die ollen, kleinen, brassen Alten. Aber wo die kleinen sind, sind auch höchstwahrscheinlich die etwas größeren. Ich habe mir jetzt hier gerade mal frisch hingestellt. Zweiter Fisch, der erste sah schon besser aus. Und der zweite hier, ja, ich glaube, der könnte auch noch ein bisschen mehr Gewicht vertragen. Aber ich teste heute mal auf Brasse an der alten Festung. Wo denn sonst, kann man ja schon fast sagen. Wo denn sonst? Denn zuletzt an der alten Festung lief es ja, laut Discord zumindest, an ähnlicher Stelle wohl ganz gut. Und gerade eben habe ich gehört im Livestream, Alden, die Brassen laufen nicht. Wo laufen denn die Brassen? Und da habe ich gedacht, komm, Alter, das kann doch gar nicht so weit weg sein. Die können doch gar nicht so weit weg sein, die Brassen. Irgendwo werden sie schon sein. Joa, und die Stelle im Discord war hier vorne gegenüberliegend. Und ich habe es einfach mal von hier aus probiert. 20 Meter geklippt, rausgeballert, das Gerät. Und dann einfach hier schön mittig rein in die tiefe Stelle. Vielleicht teste ich gleich auch noch ein bisschen weiter hier drüben und werfe hier vorne in Richtung 5 Meter Loch. Auch natürlich dann durchaus eine Möglichkeit. Und ja, die anderen üblichen verdächtigen Stellen wären natürlich hier oder hier. Das wären dann auch nochmal zwei Stellen, wobei ich glaube, das schaffe ich nicht mehr in einer Nacht. Aber diese Spots, die teste ich in jedem Fall nochmal durch. Und dann gucken wir mal, wo was geht. Ja, aber hier scheint zumindest was zu gehen. Aber bisher noch nicht so die richtig dicken Brocken. Noch nicht so die richtig dicken Brocken. Oder verkehrte Köder ist natürlich auch durchaus eine Möglichkeit. Der Spot ist mittlerweile angefüttert. Ich stehe hier mit relativ groß, mit 15 Kilo Setup stehe ich hier, Vierer Haken. Ich nehme mal Erbsenbrei mit drauf. Werfen wir mal einen Erbsenbrei mit raus. Zack. Der Rest ist gerade komplett auf Perlengraupe. Genau, wir testen einmal jetzt Erbsenbrei. Und nach einer gewissen Zeit werde ich gleich auch nochmal Knoblauchteig testen. Schauen wir mal, was da geht. Ausprobieren, ne? Ausprobieren das A und O. Auch beim Brassenangeln. Immer mal wieder neue Köder testen. Wie gesagt, die Klassiker vom Erbsenbrei. Vom Mistwurm eigentlich schon angefangen. Mistwurm, Erbsenbrei, Perlengraupenbrei und dann auch der Knoblauchteig oder manchmal Quarkteig. Auch das ist durchaus möglich. Also die Köder sind so, wie gesagt, die großen Klassiker fürs Brassenangeln. Ja, und von den Haken her, ich würde nicht zu klein dran gehen. Wir wollen ja auch die dicken Brocken. Dementsprechend ist, sag mal, ein 6er Haken schon eigentlich zu klein. Eher in Richtung 4er Haken gehen oder, schönes Ding, 2,4 Kilo. Kann man machen. Kann man machen. 2,4 schon okay. Also 6er Haken, wie gesagt, schon fast zu klein. 4er Haken bis zum 1er Haken auch durchaus eine Möglichkeit. Und damit sollte man dann auch ganz gut die Dinger rausziehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass hier ein bisschen was geht. Ist jetzt relativ blind getestet, einfach mal rausgeschmissen. Auch der Clip jetzt einfach mal auf 20 Meter, damit die Futtermische alle von allen drei Routen geballt an einer Stelle natürlich dann landet. Dementsprechend auf jeder Route schön gleich eingestellt. Wenn ihr das mal selber, wenn ihr selber Lust habt, sowas zu testen, natürlich genauso machen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier diesen Spot testen würde, vielleicht hier so auf 10, 15 Meter einstellen, alle drei Routen gleich. Und dann werfe ich, wenn ich jetzt frisch an diesem Spot bin, eine der Routen immer so 3-4 Mal hintereinander aus auf dem Clip, damit hier schon mal Futtermische an der Stelle liegt.
Das heißt, hier habe ich jetzt zwar erst 5 Fische gerade rausgezogen, also 5-mal ausgeworfen, aber ich habe eben auch vorher schon mit einer Rute hier immer wieder an die gleiche Stelle geworfen. Ich glaube, 5-mal vorher schon. Das heißt, 10 Futtermischen liegen da schon. Der Spot ist aktiv und das sollte auch so langsam hier lüppen. Und was natürlich auch wichtig ist, es muss auch die ganze Nacht durchlaufen. Gerade die Brassen ballern auch gerne mal in den frühen Morgenstunden mit rein. Und dementsprechend ist halt jetzt hier die Uhrzeit erstmal noch relativ entspannt. Gucken wir mal. Erster Biss hier gerade auf Erbsenbrei, auch nicht schlecht. Auch da eine schöne Brasse, jawohl, 2-4er Brasse. Lübt. Da zeichnet sich der nächste Biss ab. Vielleicht sollten wir gleich mal. Gucken wir mal, wie groß der hier wird. Vielleicht sollten wir gleich mal den hier auch nochmal auf Erbse umstellen. Auch da, 2-4 ungefähr. Na, lassen wir nochmal. Zack, auf 20 Meter reingeklippt. Ich habe so als Ziel zum Anpeilen da hinten die beiden Birken. Genau die beiden. Die kaputten hier. Also so in die Richtung werfe ich. Man sieht das, glaube ich, ganz gut, ne? Also das habe ich mir so angepeilt in diese Richtung, dass ich eben auch dann hier im Wasser bei 20 Meter immer an dieser Stelle lande. Erstes Mal bis jetzt hier auf der Mitte. Zaghafter Biss. Anschlagen auch immer schön. Wisst ihr, da werden die Leute natürlich schon getriggert, wenn man mal ein paar Brassen fängt. 1,5, auch nicht verkehrt. Ich nehme mal den Quarkteig nochmal mit rein. Quarkzeug zwar nicht so ganz günstig als Köder. Wenn ihr den Quark übrigens kauft. Am Koori oder sucht. Am Koori gibt es ja die Molkerei. Da gibt es den Quarkteig zu kaufen. Ja, ich würde sagen, testen, testen, testen. Ich probiere und warte jetzt hier noch ein bisschen. Das sieht bisher ganz gut aus. 8 Fische, 8 Minuten. Also gut in der Zeit. Wenn jetzt so langsam zum Morgen hin die Frequenz hochgeht, ist das natürlich sensationell. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und ich würde sagen, wir machen hier die obligatorische halbe Stunde. Und in einer halben Stunde gehen wir verkaufen und schauen, was da so reingeballert hat. Ja, das ist natürlich super, Alter. Das ist natürlich praktisch der Saruman, Alter. Der steht genau gegenüber. Wir werfen uns quasi gegenüberliegend die Routen entgegen. Na, ist da was dran? Ne. Hängt nur so ein bisschen durch. Ja, und er ist auch gerade auf Brasse aus. Also wir stehen uns quasi gerade gegenüber. Sehr, sehr gut. Übrigens, Leute, an diesem Wochenende geht es wieder los mit dem großen Team-Spot-Suchen an der alten Festung. Team-Spot-Suche an der alten Festung. Wenn du Bock drauf hast auf Team-Spot-Suche, einfach unterm Discord im Video, reinklicken und da in den Bereich Team-Spot-Suche Bescheid sagen. Alten, ich bin auch mit dabei. Und dann kriegst du eine Stelle zugewiesen. Je nachdem, wie du Zeit und Lust und Laune hast, dann einfach innerhalb des jetzt kommenden Wochenendes einfach mal an der Stelle angeln. Also Wochenende jetzt hier vom 18. 19. September. Da geht es dann los, dass wir im Discord halt Spots suchen, die an der alten Festung funktionieren. Also wie gesagt, wenn du Lust dazu hast und wenn du sagst, ja komm, ich mache da mal ein Stündchen mit an einer Stelle, dann einfach im Discord Bescheid sagen. Du kriegst jetzt einen Bereich zugewiesen. Angelst dann, nehmen wir jetzt einfach mal hier, wo ich stehe, kriegst hier vielleicht diesen Bereich hier zugewiesen
Und dann testest du da einfach, wie du Lust und Laune hast, ob du Spinning machst, ob du Grundangeln, Posen machst. Alles ganz frei und dir überlassen, wie du halt gerade Lust hast. Wenn du da stehst mit der Stippe und sagst, ich versuche mal hier auf Güster, auch das ist natürlich alles gerne gesehen. Es geht einfach nur darum, dass wir so viele Leute wie möglich aktivieren, um das Gewässer zu durchforsten. Je mehr Leute mitmachen, umso besser. Und das alles wird zusammengetragen in einer gewaltig großen Datenbank, damit wir dann gemeinsam sehen, wo sich oder wo was geht an den verschiedenen Gewässern. Alles das ist natürlich auch verlinkt im Discord. Ja, bisher ist es, muss ich sagen, ein bisschen mau geworden. Es hat sich nicht mehr viel getan. Der letzte Fisch ist jetzt schon 5 Minuten her. Katastrophe fürs Brassenangeln oder sagen wir mal so, schlecht fürs Brassenangeln. Der Quarkteig hat nichts gebracht. Der Knoblauchteig bringt leider auch nichts. Ich baller jetzt hier auch nochmal wieder zurück auf den guten alten Perlenteig. Perlengraupe. So, raus damit. Auf der Perle hier. Komm ran, Perle. Da ist schon was dran. Aber auch irgendwas Lüdes. Oder? Oh, gehen, ne? So, immerhin im Kilobereich. Immerhin, wenn die Brassen so braun sind, immerhin, dann ist das schon mal nicht so schlecht. Also, ne, wie gesagt, Team-Spot-Suche. Jede Angelroute ist da herzlich willkommen, egal welches Level. Schiddigall, so wie du an der dir zugewiesenen Stelle angeln kannst und was du dann da rausziehst, einfach machen. Und wenn es Spinning ist mit dem Spinner hier an der alten Festung und du ziehst Barsche an deiner Stelle raus und so weiter, dann ist das toll, dann ist das richtig gut, dann haben wir schön eine Information, alles klar, an der Stelle, wo du gestanden hast, Barsche so und so mit dem und dem Köder und so weiter, mega gut, ey. So, gucken wir mal, auch hier wieder ein bisschen was Kleineres, aber auch da geht wieder was los auf der Perle. Also, anscheinend Perlengraupe doch immer noch ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Ballern wir nochmal aus hier. Ist da schon mal dran? Ja, hat schon gehakt. Und anscheinend auch hier in der Mitte bimmelt auch noch ein bisschen was. Jetzt die frühen Morgenstunden einfach nochmal schnell nutzen. Ich sag mal so bis vielleicht maximal so circa 9 Uhr. Da muss das auch fertig sein. Was sagt die Gesamtzeit? 17 Minuten. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ist die halbe Stunde nicht rum. Ich ziehe noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich beim Verkaufen. Bis gleich. So ihr Lieben, geschafft ist es. Wir haben die halbe Stunde rum. Ziemlich genau auf 30 Minuten. Die Anzahl der Brassen war okay. Gerade auch jetzt in den frühen Morgenstunden ist noch mal ein bisschen was reingerasselt. Gucken wir mal. Ah, eine zu wenig ist es denn wahr, Alter. Eine zu wenig ab 2,7 Kilo. Da kriegen wir aber noch eine Nacht hin. 2,7 Kilo, die merken wir uns. Zwei kleine Döbel, sind zwar auch ein paar Döbel gerade reingegangen, aber die sind zu klein. Also, da geht noch was. Da haben wir die 60 Silber schon im Blick. Im Großen und Ganzen in der halben Stunde, ja, sind es 88 Silber. 88 Silber und die beiden dicken hier, die müssen wir jetzt natürlich dann nochmal rausrechnen. Sind wir bei 60 und nochmal 60 durch den Auftrag. 120. Naja, also haben wir noch nicht gemacht, machen wir aber dann gleich fertig. Aber ihr seht, Brassenlüppen immer mal wieder. Und die wichtigsten Spots, die muss man einfach testen. Und wenn du mitmachst beim Team Spot Angeln jetzt am nächsten Wochenende und du hast vielleicht so eine Stelle hier mit so einer Vertiefung, dann da einfach vielleicht auch mal auf Brasse testen. Verschiedene Köder reinhalten, Brassenfutter dazu. Brassen stehen immer auf Futter und rein damit. Alles schön aufschreiben und dann alles für den Dackel, alles für den Hund, alles für den Club. Und dann sehen wir uns im Discord beim Wettangeln oder wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri, ihr Lümmels, bis dahin.
Thank you.